Hallo und herzlich willkommen in der Steinbockzeit. Jetzt gehen wir also vollends in die dunkle Jahreszeit hinein. Die Natur ruht und so können auch wir uns weiterhin intensiv mit uns selbst befassen, herausfinden, was wichtig ist für uns und wo wir im neuen Jahr hinwollen. Heute finden Sie also hier den 10. Teil der 12-teiligen YouTube-Serie, mit der ich Sie durchs Jahr begleite. Jeden Monat, ungefähr so um den 20. herum, erscheint ein neues Video zu dem Tierkreiszeichen, das aktuell am Himmel steht. Jetzt also zum Steinbock. In diesem Video geht es allerdings nicht um die Charakteristika, die Menschen, die zur Steinbockzeit geboren sind, angeblich haben sollen. Ziel ist vielmehr, Ihnen einige Vorschläge an die Hand zu geben, wie Sie die Steinbockzeit vom 22. Dezember bis 19. Januar am besten für sich nutzen können, egal in welchem Tierkreiszeichen Sie ganz persönlich geboren sind. Damit schonen Sie nicht nur Ihre Kräfte, Sie werden auch mehr Energie haben und mit Ihren Vorhaben erfolgreicher sein. Bevor ich aber mit den Vorschlägen für die Steinbockzeit loslege, schauen wir uns erstmal an, was jetzt in der Natur geschieht. Die Sonne ist beim Eintritt in das Steinbockzeichen am kraftlosesten. Wir haben außerdem die längste Nacht des Jahres und die Natur wirkt leblos, erloschen und erstarrt. Alles Leben hat sich in die Wurzeln zurückgezogen. Kein buntes Blatt hängt mehr am Baum, Bäche, Flüsse und Seen sind eingefroren, Kälte, Regen und Schnee beherrschen das Wetter. Auch ist kaum noch was zu hören, kein Zwitschern in den Bäumen, kein Rascheln im Gebüsch. Denn die Tierwelt schläft in ihren Löchern, Bauten und Höhlen, ernährt sich von ihrer gesammelten Nahrung oder knabbert an Baumrinden, an Moos oder an ein paar verdorrten Ästen. Jetzt überleben nur die Tiere, die genetisch für die kalte Jahreszeit programmiert sind und die genügend Härte und Ausdauer besitzen und so lange verharren könnten, bis in die Natur das Leben wieder zurückkehrt. Bis dahin ist all ihre sonst übliche Freiheit weitgehend eingeschränkt. Und doch liegt in dieser Erstarrung ein Wendepunkt. Ab jetzt nimmt das Licht der Sonne wieder zu und die Tage werden langsam wieder heller und länger. Und so sammelt sich auch nach der Wintersonnenwende in den Pflanzen wieder die Energie, um die Natur auf einen erneuten Wachstumsprozess vorzubereiten. So, und wie könnten wir denn nun einerseits diesen Rückzug und andererseits diesen langsamen Kraftzuwachs auf unser eigenes Leben übertragen? In der Steinbockzeit zieht sich die Lebensenergie also völlig in die Pflanzen zurück, und die meisten Tiere bewegen sich nur, um auf Futtersuche zu gehen. Daraus ergibt sich der erste Tipp: Ziehen Sie sich zurück, gönnen Sie sich eine Auszeit und mehr Ruhe als sonst. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn wenn am 22. die Steinbockzeit losgeht, laufen die Vorbereitungen für Weihnachten auf Hochtouren und zwischen Weihnachten und Neujahr reiht sich dann oft eine Einladung an die andere, mal ganz abgesehen von dem ganzen Halligalli um Silvester herum. Trotzdem wäre es gut, wir würden zwischen den Jahren und auch während der gesamten Steinbockzeit ganz bewusst zwei Gänge runterschalten, auch wenn die Versuchung, einfach rüber in das neue Jahr zu düsen, sehr groß ist. Die jetzt anbrechenden 30 Tage, in denen wir langsamer machen sollten, können wir natürlich so gestalten, wie es uns persönlich gefällt, also etwas länger schlafen vielleicht, mehr spazieren gehen, endlich mal ein Buch lesen, was wir schon lange lesen wollten, oder aber auch dazu, ganz in Ruhe mal das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen. Wer Letzteres mag, nimmt sich am besten dazu, etwas zu schreiben. Wenn Sie Tagebuch schreiben, dann nehmen Sie das. Sie können aber genauso gut ein neues Dokument auf dem Computer öffnen. Mir dann 4 folgende Fragen zu stellen, finde ich immer sehr hilfreich.
Erstens, was hat mir im vergangenen Jahr gut getan und mir Energie gegeben? Zweitens, was ist mir gut gelungen? Drittens, wo habe ich zu viel? Zweitens, was ist mir gut gelungen? Drittens, wo habe ich zu viel Kraft gelassen? Was hat mich ermüdet oder gelangweilt? Viertens, was habe ich zu sehr vernachlässigt, obwohl ich weiß, dass es mir eigentlich guttun würde? Die vier Fragen finden Sie übrigens auch nochmal auf einem PDF auf meiner Website direkt unter dem Steinbock-Video. Wenn Sie das Video auf YouTube anschauen, dann folgen Sie einfach dem Link in der Infobox. Wenn Sie sich diese Fragen beantworten, dann ergibt sich das, was Sie im neuen Jahr gerne tun würden, fast von alleine. Sie müssen übrigens nicht alle Fragen beantworten oder mehrere Antworten zu allen Fragen haben. Wenn Sie nur bei einer der vier Fragen eine Antwort gefunden haben, dann finden Sie trotzdem leichter heraus, wo es für Sie im neuen Jahr lang gehen könnte, statt wieder den oft üblichen Neujahrsvorsätzen zu verfallen, die dann doch am zweiten Tag wieder im Papierkorb landen. Gehen Sie dazu folgendermaßen mit Ihren Antworten um. Wenn Sie erstens etwas getan haben, was Ihnen gut getan hat, dann planen Sie für das neue Jahr mehr davon. Das gilt auch zweitens für das, was Ihnen gut gelungen ist. Machen Sie mehr davon. Drittens, reduzieren Sie all das, wo Sie Kraft verloren haben. Und viertens, fügen Sie etwas hinzu, das Sie vernachlässigt haben, von dem Sie aber wissen, dass es Ihre Energie verbessern würde. Für den zweiten Punkt, nämlich das zu reduzieren, was Kraft kostet, ist dann aber auch manchmal noch etwas mehr Überlegung vonnöten, vielleicht auch eine Unterstützung von außen. Zum Beispiel kann man einen ungeliebten Job nicht einfach über Nacht an den Nagel hängen. Sie könnten aber eine Entscheidung treffen, sich im neuen Jahr genau um die Frage zu kümmern, was Sie angehen könnten, um sich in Zukunft beruflich zufriedener zu fühlen. Die vier Fragen sollen Ihnen jedenfalls helfen, herauszufinden, was Sie wieder mit neuer Energie füllt und welche Energieräuber Sie verändern oder loslassen könnten. Unterstützen können Sie das Loslassen auch dadurch, indem Sie sich in der gesamten Steinbockzeit von möglichst viel altem Ballast befreien. Irgendeine Untersuchung hat mal herausgefunden, dass Menschen sich oftmals nicht auf das zu bewegen, was sie sich wünschen, weil sie zu sehr in unerledigten Projekten feststecken. Projekte, die in unserem Kopf dann als »Ich wollte ja eigentlich, ich müsste mal« herumschwirren und den Weg nach vorne blockieren. Steinbock aber ist das Zeichen der Reduktion auf das Wesentliche. Und so hilft uns diese Zeit, uns zu fragen, was wirklich von Bedeutung für uns ist und was verabschiedet werden darf. Dazu gehören zum Beispiel Kontakte, genauso wie der ewig vor sich hinschwelende Zeitungsstapel, den wir aber doch wieder nicht gelesen haben. Aber auch Ziele, die wir uns vorgenommen, aber nie angefangen, beziehungsweise angefangen, aber nie beendet haben, hindern uns daran, uns im Leben mehr auf das zuzubewegen, was wirklich von Bedeutung für uns ist. Befreien Sie sich also von allen alten Aufgaben und Vorhaben, indem Sie jetzt entweder ganz konkret damit etwas tun oder sich ehrlich eingestehen, dass Sie das doch nicht wirklich wollen. Wenn Sie zum Beispiel keine Lust mehr haben zu stricken, dann packen Sie die Wolle zusammen und verschenken Sie sie. Oder stricken Sie die Teile endlich zu Ende oder bitten Sie jemand anderen darum. Um in der Umsetzung unserer Pläne dann aber auch wirklich konsequent zu sein, wäre eine Sache ganz nützlich. Treffen Sie eine verbindliche Verabredung mit sich.
Ja, ich höre jetzt einige von Ihnen stöhnen, aber sind wir doch mal ehrlich, da sind wir fest entschlossen, zum Beispiel mehr in die Natur zu gehen, einfach weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass uns die letzten Ausflüge so richtig gut getan haben. Und nach 2 Monaten merken wir, dass unser Vorhaben schon wieder unter den Tisch gefallen ist. Oder Sie wollten sich endlich von Ihrer alten Eisenbahn verabschieden, das Ding rührt sich aber nicht vom Fleck. Die meisten von uns sind ziemlich gut darin, Dinge nach hinten zu schieben, die aber für uns persönlich wichtig wären. Also schreibe ich mir besser in einem Kalender auf, wann ich was tun will. Das mache ich übrigens nicht gleich für das ganze Jahr. Ich fange ganz bescheiden an, sehr langsam Mitte Januar und entscheide dann im Februar neu, wie ich weitermachen will. Das gilt für meine persönlichen Vorhaben genauso wie für meine beruflichen Projekte. So behalte ich das für mich Wichtige im Blick, bin aber auch gleichzeitig offen für Kursveränderungen. So, und zum Schluss noch ein Extra-Tipp. Brauchen Sie Ihre Vorräte auf. Die Menschen früherer Zeiten mussten ab Dezember sehr sparsam haushalten, wenn die Vorräte noch für den ganzen Winter halten sollten. Wir hingegen haben oftmals viel zu viele Vorräte. Ich spreche dabei jetzt nicht von den Dingen, die wir täglich brauchen. Ich spreche auch nicht von einem sinnvollen Notvorrat. Ich spreche davon, dass einige von uns zum Beispiel ein Paket Hirse kaufen, sich 1, 2, 3 Mal davon bedienen und dann verschwindet die Packung in irgendeiner Vorratsecke. Also räumen Sie mal alles raus und entscheiden Sie sich dafür, wenigstens 2, 3 Ihrer angerissenen Vorräte erstmal aufzuessen, bevor Sie neue kaufen. Am besten, Sie lassen dazu die betreffenden Nahrungsmittel draußen stehen, damit Sie sie auch wirklich Zum Schluss fasse ich die 5 Vorschläge für die Steinbockzeit nochmal zusammen. Erstens, gönnen Sie sich eine Auszeit. Zweitens, stellen Sie sich 4 Fragen zum vergangenen Jahr. Drittens, leiten Sie daraus passende Ziele für sich ab. Viertens, schaffen Sie mehr Raum um sich herum. Fünftens, treffen Sie verbindliche Verabredungen für Ihre Vorhaben. Und als Extra-Tipp, brauchen Sie Ihre Vorräte auf. Ich freue mich jetzt natürlich über ein Like und wenn Sie keine weiteren Videos verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Und vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu drücken, dann werden Sie automatisch vom Erscheinen meiner Videos informiert. Hoffe ich jedenfalls. Um den 20. Januar herum gibt es dann ein Video darüber, was besonders gut zur Wassermannzeit passt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt möglichst angenehme Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss, Ihre Sylvia Krotsch.